Das ist eigentlich ganz gut. Mein Samstag war so, Hier ist naja, nichts doch zu tun gehabt. Okay. ganz wie gewünscht. Ich wurde schon ganz ungeduldig. Schnell, gib sie mir. Sky Schokolade Oh, Prime. so zart wie die Ich wollte Wange einer eigentlich früher Jungfer anfangen, und doch so streamen. eisern wie ihre Tugend. Aber ich war so richtig Alles, müde was ich und mir kaputt. erhofft hatte und Dann habe ich mich mehr. mit der Anna getroffen. Offensichtlich war mein Vertrauen gerechtfertigt. Du musst ein erfahrener Jäger sein, um ohne einen Kratzer so ein Biest erlegen zu können. Ach. Warum wirst du nicht mein Partner? Mit meinem Vermögen und deiner Kraft könnten wir so reich werden wie die alten Handelskönige. Das war eine einmalige Sache. Ich habe schon genug zu tun. Na gut. Unsere Begegnung war zwar sicherlich vorherbestimmt, aber es wäre unschicklich von mir zu betteln. Dann werde ich dich jetzt auch nicht weiter aufhalten. Hier, für die Haut. Das ist doch schön. Ich habe theoretisch einen Tausender an Talentpunkten. Das gefällt mir ganz gut. Ich fände es nur schade. Ich fände es nur schade, dass man mit dem Geld nicht so viel machen kann. Hier will noch jemand was von mir. Vorsicht beim Einpacken. Ich will keine Falten und Kratzer im Leder. Du da! Was ist denn los, alter Mann? Endlich! Bisher hat mir einfach niemand Beachtung geschenkt. Na, mit deinem Zinken in der Nase im Gesicht. An der Universität hingen die Studenten immer an meinen Lippen. Das hört sich falsch Doch an. Hier in der Ferne bin ich nur ein herumirrender Greis. An der Universität? Du bist ein Gelehrter? Ein Spezialist für alte Kulturen. Der versierteste in ganz Valestea, sagen manche. Lass dich von diesen zerschlissenen Lumpen nicht täuschen. In meiner Glanzzeit hätte mich nichts von meinen Studien abhalten können. Doch jetzt sitze ich hier, ein Schwätzer, der von den vielen Stufen in Tabor besiegt wurde. Die Antworten, die ich suche, scheinen für mich in unerreichbarer Ferne. Würdest du einem alten Mann einen Gefallen tun und für mich die Treppen in Angriff nehmen? Für eine entsprechende Belohnung natürlich. Die Belohnung ist eine leere Schachtel. Und dann denkt man, was, eine leere Schachtel ist ja nichts drin. Doch, es ist eine Schachtel voller Enttäuschung. Ich soll also die Treppen nehmen und... und dir ein paar Inschriften für mich einprägen. Vorausgesetzt, du kannst sie lesen. Nein, natürlich. Kann ich lesen. Man sagt, dass eine freundliche Seele Hinweise auf Tabors lange Geschichte in die Steine geritzt hat, die im Dorf verstreut sind. Es sind drei an der Zahl. Je einer im Norden, Süden und Osten. Ich bin in der Hoffnung hierher gekommen, dass diese Inschriften Licht auf ein Rätsel werfen, über das ich schon lange nachdenke. Nämlich die sonst nicht dokumentierten Ursprünge des einzigartigen Volkes von Tabor, das sich so von denen der umliegenden Regionen unterscheidet. Ich kann nicht versprechen, dass ich mir alles perfekt merken kann. Merke dir, was du kannst. Den Rest füge ich zusammen. Geh zu den Kuppelpavillons. Unter jedem sollte ein solcher... Oh, komm schon, ernsthaft. Ich bin hier der Hauptcharakter. Ich bin nur nicht dafür da, um irgendwas zu lesen. Ich dachte, es wäre jetzt irgendwie... Was hältst du von deinen neuen Stiefeln? So viele Stufen sind das jetzt nicht. Krieg mal als alter Mann schon hin. Wenn der Wind von Süden weht, wird von links nach rechts geklebt. Keine Geschichtsstunde ohne die Erwähnung der Mutterkristalle. So sein wie früher. Und klebt der Wind von Westen? Die Edelsteine gehen nach Kanva und die Kisten nach Dalimel. Klebt mein Arsch im Stuhl am besten. So, drei Stück muss ich lesen. Das ist doch schön. Ihr
Ihr Nomaden der goldenen Ebene schlagt eure Wurzeln in Stein. Diese Felsen sind nun eure Heimat, doch euer Stolz soll unvergessen sein. Von welchen goldenen Ebenen sind die Nomaden wohl hergezogen? Dieses Siegel. Ihr müsst Lord Rosfield sein. Es ist mir eine Ehre, Milord. Ich gehöre ebenfalls den Ewigen an. Allerdings bin ich zumeist auf der Jagd. Schließlich müssen wir das Dorf ernähren. Der Boden hier ist unfruchtbar. Okay. Kinder der Jäger, ihr habt eure Berufung erkannt. Erntet den verheißenden Segen dankbar fleißig und mit fleißiger Hand. Hier haben sich also Jäger niedergelassen. Ich sollte mit dem Alten sprechen. Ja gut, das jetzt auch. Ich alles wieder vergesse. Die Inschriften sind für ihr Alter gut erhalten. Oh, wie gern ich sie mit eigenen Augen gesehen hätte. Los, quäl mich nicht länger. Was hast du über diesen Ort und seine Bewohner erfahren? Beginnen wir einfach mit der Inschrift im Süden, ja? Was steht dort? Wächter der Mutter, ihr habt den Grundstein gelegt. Ich hab mir das nicht gemerkt. Wahrt ihr heilig Blut, solange der Schein des Kristalls euch prägt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das war. Faszinierend. Es scheint, dass die Gründer dieser Stadt Nachfahren der Gefallenen waren, welche die Mutterkristalle beschützen sollten. Doch ich frage mich, was die Wächter nur so weit von ihren heiligen Städten weggeführt hat. Machen wir mit der Inschrift im Norden weiter, ja? Ich habe keine Ahnung. Des Aschfallen Ozeans. Seefahrer? Hier? Bist du sicher? Nicht mehr so sicher wie gerade eben. Ihr Nomaden der goldenen Ebenen, schlagt eure Wurzeln in Stein. Diese Felsen sind nun eure Heimat. Doch euer Stolz soll unvergessen sein. Okay. Oder so ähnlich, glaube ich. Nein, du hast recht. Die Menschen in Tabor pflegen nomadische Bräuche, die sich nicht auf ihre Rolle als Wächter zurückführen lassen. Das ist wirklich sehr aufschlussreich. Nun zum letzten Stein. Irgendwas mit Berufung gefunden. Kinder der Jäger, ihr habt eure Berufung erkannt. Erntet den verheißenen Segen, dankbar und mit fleißiger Hand. Das waren alle drei. Und so fügen wir den Gründern von Tabor ein Jägervolk hinzu. Das letzte Teil des Rätsels. Drei Inschriften. Eine für jedes der drei Völker, die Tabor im Altertum besiedelt haben. Wächter des Mutterkristalls, Nomaden aus den weiten Ebenen und zu guter Letzt Jäger, die hierher gekommen sind. Ja, ist doch schön. Deshalb war es so schwierig, die Wurzeln der hiesigen Kultur zu ergründen. Sie ist aus drei völlig verschiedenen Traditionen hervorgegangen. Trotzdem muss man sich doch fragen, warum diese Tatsache unter den Gelehrten nicht besser bekannt ist, wo doch die Steine hier für alle sichtbar stehen. Vielleicht wollten sie es nicht. Zu viele Stufen vielleicht. Ha! Und zwar viel zu viele. Hier, vielen Dank. Naja. Was habe ich denn jetzt gekriegt? Money? Ah, 10.000er. Und 20 Rufpunkte. So, das sieht doch alles ganz gut aus. Gut. Dann gehe ich zurück zum Versteck. Guck, was ich mit den Rufpunkten holen kann. Und dann geht's mit der Hauptstory weiter. Darauf wartet ihr doch bestimmt schon alle. Cole meinte, in Kanva sei alles voll mit Akasische. In den Bergen lauern Akasische und in den Tälern staut sich...
Das kannst du laut sagen. Willkommen beim stillen Stifter. Das haben wir für dich bekommen, Sid. Cool. Bitteschön. Reißzahn, Stahlseite, 1500 Fertigkeitspunkte. Holy Mamoli, das... Teilweise lohnt sich das. Viel Glück da draußen, Sid. Ja, komm, die Post ist mir egal. Clive? So, Otto. Wenn du hier bist, wo stecken all die anderen? Sag bloß nicht. Sie sind alle am Leben. Es ist viel passiert. Habe ich vergessen. Ihr macht wirklich keine halben Sachen, was? Nö. Nein, wenn schon, denn schon. Leben alle noch. Was ist schön. Zu Sids Notizen. Tut mir leid, das zu sagen, aber wenn du sie hättest, dann wärst du... Unter einem Haufen Schutt begraben, ich weiß. Aber wir konnten damals ein paar Kleinigkeiten aus den Ruinen retten, von denen die meisten hier auch Verwendung gefunden haben. Die persönlichen Dinge gingen an die Angehörigen. Im Fall von Sid-Sachen wäre das dann mit. Ich sehe in der Werkstatt nach. Ach, mit Mäuschen. Warum kriegen wir Rufpunkte, wenn wir Hauptstories durchpetzen? Also muss ich ja hier. Runter? Nee. Nur auf die andere Seite und dann runter. So. Düt, 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 düt. Dieser Mistkerl nimmt auf uns weniger Rücksicht als auf... Dieser Mistkerl nimmt weniger Rücksicht auf uns als auf das Eisen, das er hämmert. Ich hab gehört, du hast mit aus Kanban mit. Na klar. Also wenn ich mal erwachsen bin, will ich auch so tun. Meinst du, Mits Schiff wird je in See stechen? Nö. Ich hätte dich vielleicht zuerst fragen sollen. Das könnte Sets altes Tagebuch sein. Aber wenn's hier liegt, hat Mit es schon gelesen. Ich suche besser weiter. Was haben wir denn hier? Oh, Sids Pfeifen. Ich gehe mal davon aus, dass Mit die nicht braucht. Gut, ich würde zwar sagen... Seit Tagen gibt es keine Nachrichten aus Canva. Hoffentlich geht es mit gut. Die Puppe habe ich in Sids Kammer gesehen. Ob sie wohl mitgehört? Ich meine, ich würde dir normalerweise sagen, es ist ein bisschen unflätig hier mit Sachen rumzugraben. Was steckt denn da drin? Aber auf der anderen Seite... Sind wir ja niemand. Wir haben ja einen hohen Stellenwert. Mitterdoll, ich weiß, du magst Rätsel, also gefällt dir das hier vielleicht auch. Deine erste Erfahrung ist unsere Verbindung. Mein Schatz ruht in deinen und alles ist im Reinen. An der letzten Zeile muss ich wohl noch ein wenig feilen. Aber vielleicht kommst du ja drauf, wo ich meine beste Erfahrung versteckt haben könnte. Kleiner Hinweis: Dein Erstlingswerk könnte. Alle Baden dieser Welt arbeitslos machen. Sids beste Erfindung. Oh, klingt vielversprechend. Ob Sid etwas in Mits Erstlingswerk versteckt hat? Was kann das sein? Vielleicht weiß Otto mehr.
So, Otto mit dem Motto. Jetzt sag mir mal aber, Flotto, was für Zahlen kommen ins Lotto, im Lotto? Hä? Ich weiß, ich kann ganz schlecht. Ich bin ganz schlecht, wenn ich versuche, lustig zu klingen. Außer bei Pokémon. Und? Fündig geworden? Vielleicht. Du weißt nicht zufällig, was Mits Erstlingswerk war. Ihr erstes? Das Mädchen hat so viel zusammengeschraubt. Was gibt's denn eigentlich außer für... du meinst das Orchestrion. Sie war allerhöchstens 11 oder 12, als sie dieses Ding gebaut hat. Hat alle überrascht. Besonders Sid. Du hättest sehen sollen, wie stolz er auf sie war. Was hat es mit der alten Kiste auf sich? Ich glaube, 1.9. bis 18.9. Mewtwo Raid Event. Wird mich nicht wundern. Die und ihre verflixten Schatzsuchen. 1.9. bis 18.9. Altera, Silbrim, Olanghaar. Cherox, Altera. Na, komische Raid-Events. Finde das fehlende Teil. Untersuche den das Orchestron. Ich weiß nicht. Genieß, mach mal Platz. Papa ist hier. Ich war's nicht. Und ich war's auch nicht. Typisch. Was wart ihr nicht? Oh oh. Gar nichts. Wir haben nichts gemacht. Vor allem nicht das Orchestrion kaputt gemacht. Was ist damit? Es geht nicht. Außer wenn es geht. Siehst du? Und ihr habt nichts damit zu tun? Nö, gar nichts. Wir wollten nur Lieder hören. Aber alle auf einmal. Also haben wir alle Knöpfe gedrückt. Genau so. Siehst du? Nur zu gut. Na schön. Auf den Weg. Wir haben nichts gemacht. Außer eine Bier getrunken. Oh, schön. Haut er jetzt einfach mal im Schwert rein. Da steckt etwas zwischen den Zahnrädern. Jetzt ist es ganz kaputt. Kannst du es reparieren? Nein, ich meine, ja. So. Probieren wir es mal. Es geht wieder! Sid hat's repariert! Wenn ihr Kinder das nochmal kaputt macht, gibt's auf den Arsch. Mehr als nur repariert. Ja, neue Musik! Hm. Hör ich zum ersten Mal. Sie ging los, nachdem ich das entfernt habe. Was immer das ist. Will's sehen? Oh, komm schon, so kann man sich nicht... Ah, okay. Das sieht verdächtig aus wie ein... Ich weiß nur, dass es wichtig ist. Eine Kurbel. Sid hat es mir mal gezeigt und meinte, das sei der Stoff, aus dem die Träume sind. Hoffen wir, dass Schiffe auch aus diesem Stoff gemacht sind. In der Tat. Wer weiß, was das ist. Träume wahr werden zu lassen. Drehst du eine Kurbel, dann geht das auf und ab. Mit der Feder. Nein, okay. War ein Spaß. Oh, 500. Bald können wir die Phönixflamme wieder verbessern. Wenn ihr nochmal alle Knöpfe drückt, Kinder, dann schneide ich euch die Finger ab. Zieh euch die Ohren lang. Nach euch beiden habe ich gesucht. Hallo? So, was ist denn los? Der Kronprinz, er ist gerade gegangen. Dion ist fort? Ach stimmt, er lebt ja noch. Aufgestanden und hat uns verlassen. Ja, fort. Immerhin hat er eine Nachricht hinterlassen, bevor er sich eines von Obolus Boten genommen hat. Stimmt, der ist ja nicht gestorben. Nein.
Wir sind nicht seine Hüter. Er kann tun, was er für richtig hält. Ich wünschte, er täte das im Bett. Seine Wunden sind längst nicht verheilt. So wie deine, nehme ich an. Otto hat mir von Kanva erzählt. Warum sind die Prinzen dieser Welt so abgeneigt, sich zu erholen? Frag, wenn ich zurück bin. Das könnte aber etwas dauern. Versuch wenigstens aufzupassen. Ah, Bastion. Du hast sie gehört. Komm lebend zurück, ja? Die will mir doch nur am Körper rumfummeln. Früher haben dich Krankenschwester noch geküsst. Je länger ich hier bleibe, desto weiter segelt die Galeone. Ich muss zurück. Neuer Auftrag. Im Krankenflügel, ne? Cole meinte, in Canva sei alles voll mit Akasisch. Wie kann ich dir heute behilflich sein, Clyde? Was hast du denn jetzt schon wieder? Bitteschön. War's das? Ja, ja. So, gucken wir mal. Sie hält das nicht. Gvigor sei Dank. Da bist du. Genau zur rechten Zeit. Was ist jetzt schon wieder? Was ist los? Taya arbeitet sich gerade in ein frühes Grab. Seit ihr letzter Patient eingetroffen ist, gönnt sie sich überhaupt keine Pause mehr. Ich habe angeboten, mich um den Mann zu kümmern, aber sie lässt mich nicht. Clive, sie hat seit Tagen die Krankenstube nicht verlassen. Sie überanstrengt sich zu sehr. Wenn sie nicht bald schläft. Bitte sprich mit ihr. Befiehl ihr eine Pause, wenn es sein muss. Denn wenn sie so weitermacht, befürchte ich, dass unser Versteck bald seine beste Heilerin verlieren wird. Was? Ich werde mich hüten, Taya etwas zu befehlen. Aber ich rede mit dir. Danke. Hoffentlich hast du mehr Erfolg als ich. Warum haben die alle so Schiss vor diesen Mädels? Zur Not fesseln wir sie an den Stuhl. Du machst jetzt Pause, ob du willst oder nicht. Rodrigue sorgt sich um dich. Und ich auch, wenn es stimmt, was er sagt. Wir bewundern deine Hingabe, aber du musst dich ausruhen. Mach ich, wenn es soweit ist. Doch jetzt bleibe ich hier. Das sind wir ihm schuldig. Wer ist das? Ein alter Bekannter. Jemand, der es nicht verdient, allein zu sterben. Es dauert nicht mehr lange. Der Kristallfluch hat seine Arbeit bald getan. Hätte ich Tränen, könnte ich ihm helfen, aber ohne sie werde ich die Qualen seiner letzten Stunden leider nicht lindern können. Wie können Tränen ihm helfen? Nicht meine Tränen. Tränen der Gnade. Elysia. Nur sie sind stark genug. Nicht meine Tränen. Nicht. Taya. Gibt es denn nichts, was wir für ihn tun können? Ich habe ein Schwert auf dem Rücken. Ein sanfter Tod alles, was wir schenken können. Das solltest du dir gut merken, Rodrigue. Ich... Natürlich. Wir haben alle Zutaten für Elysia, bis auf eine. Sie muss frisch sein. Daher haben wir selten viel zur Hand. Ich kann Tränen herstellen, wenn du bringst, was uns fehlt. Sag, was du brauchst. In den Wäldern von Norvan... Bei Lauberts Forstweg leben Spinnen, die Gift weinen. Hol eins ihrer Augen. Versuch, es nicht zu beschädigen, aber meide das Sekret. Bis zu deiner Rückkehr werde ich die anderen Zutaten bereitstellen. Spinnenaugen sammeln. Darf sie nicht kaputt machen, damit die Gift heulen? Lass sie nicht ausdenken. Das vergesse ich nicht. So, dahin muss ich. Ich will aber noch Spinnengift besorgen. Weird. Und natürlich kann ich hier nicht lang. Stimmt, ist ja alles mit Äther.
Würde mich wundern, wenn hier jetzt Feinde auftauchen. Ist natürlich schade, ne? Aber woher kommt die Ätherflut? Das würde mich mal interessieren. Ob das wirklich davon, dass wir die Mutterkristalle zerstören, muss das Äther erst wieder in die Welt versinken? Das wäre, ich glaube, das wäre so ein übelster Plot-Twist. Aber ich habe nichts gegen große Spinnen. Ein bisschen Feuer, dann ist der Käse gegessen. Ich muss ja immer so brüllen wie so ein Affe. Finde ich ein bisschen übertrieben tatsächlich. Level up, level up, level up, level up. Nein! Eins reicht hoffentlich. Jetzt geben wir der Alten die Tränen, dass die mal ein bisschen Eier macht. Ich bin mal gespannt, wer unser nächster Gegner sein wird. Ich habe nämlich noch keinen anderen Dominik getroffen. Gut, dass du zurück bist. Taya steht kurz vor dem Zusammenbruch. Ist das das Richtige? Ja, hoffentlich. Wenn nicht, gibt's Ärger. Nimm mich mein Schwert und mach's selbst. Ist es. Danke, Clive. Ich gebe Patienten nur ungern Elysia, aber Taya hat recht. Manchmal geht es nicht anders. Eine einzige Dosis betäubt selbst den quälendsten Schmerz und alle anderen Empfindungen. Eine sanfte Art zu sterben, aber der Tod ist es trotzdem. Gäbe es nur schon einen anderen Weg. Wir haben schon lange kein Stranded Deep mehr gespielt, ne? Das war eines der Spiele, was euch immer ganz gut gefallen hat. Mir persönlich tatsächlich auch. Hab ich das überhaupt auf diesen Rechner hier schon mal gestartet? Wie fühlst du dich? Leicht. Befreit. Als triebe ich im Meer. Gut. Lass einfach los. Die Wellen werden dich an einen besseren Ort bringen. Danke, Taya. Ich bin so stolz auf dich. So, wollen wir mit der Hauptquest mal weitermachen. Das war mir jetzt aber tatsächlich noch ein bisschen wichtig. Nicht, dass uns die Taya hier wirklich abnippelt. Er ist tot. Danke, Rodrigue.
Und dir, Clive. Ich werde ihn zur letzten Ruhe betten lassen. Der Mann, dem du geholfen hast, war mein Mentor. Auf den südlichen Inseln, an der Front eines sinnlosen Krieges. Ich war noch ein Kind, als man mich in Sanitätszelte schickte, um mit meiner Gabe zu helfen. Doch die Fäule war überall und ich konnte kaum etwas tun. Bis dieser Mann mich in der Kunst der Heilung unterwies. Eine Kunst mit großem Nutzen. Die Tränen der Gnade waren sein Geschenk an alle leidenden Träger. Eine Erlösung von den Qualen, die der Fluch bringt. Eine Gnade, die Sid gut geheißen hätte. Du weißt so gut wie ich, wie das Leben eines Trägersoldaten ist. Er zieht von einer Schlacht zur nächsten. Und jede könnte die letzte sein. Einem Kommandanten mögen all die verschlissenen Träger ja egal sein. Doch das Geschenk meines Mentors gewährt den Sterbenden wenigstens am Ende einen flüchtigen Moment der Ruhe. Ich habe keine Tränen mehr übrig. Dafür habe ich zu viele Menschen verloren. Es muss sich etwas ändern. Wir müssen die Veränderung herbeiführen. Ja gut, Menschen sterben halt, ne? Versprochen. Im Alter sterben sie alle. Das hoffe ich. Ach, Taya. Mäuschen, das kriegen wir schon hin. Was gab das denn? Kein EP. Ah, 1200 Money, das ist ganz gut. Stufe erhöht. Yay, level up. Black Screen. Achso, Ladebalken. So. Kehre zu den Metallwerken zurück. Ab geht's. Ich habe keine Ahnung, was uns da erwartet. Hoffentlich wird der Hund nicht seekrank. Ich wusste es, Clive. Paps hatte den Durchblick. Er wäre stolz auf dich, Matt. Es mag sein Erbe sein, aber es ist dein Erfolg. Fangen wir sie noch ab? Die Einherjahr ist eines der schnellsten Schiffe aller Zeiten. Und der Wind steht auch günstig für sie. Jedes andere Schiff könnte da kaum mithalten, geschweige denn sie einholen. Doch, das ist nicht irgendein Schiff. Das ist die Enterprise! Sowas wie Paps Mithril-Antrieb hat die Welt noch nicht gesehen. Da hast du recht. Lol. Clive, was weißt du über Barnabas Tarn? Kaum mehr als die Barden singen. Dass er aus dem Süden nach Ashra segelte. Mit der Gewandtheit seiner Klinge die Macht errang. Ah, stimmt, wir haben mit diesem Lappen ja gekämpft und uns. Und wir haben uns ganz schön. Schwert, Odins Schwert. Selbst die Fäden des Schicksals zerschneiden kann. Der hat uns ja. Gut platt gemacht. Aber lassen wir uns davon nicht verunsichern. Wir kämpfen für unser Überleben. Überleben? Das Licht! Ich dachte, das wäre ein Versteck hier! Mit! Gesellschaft! Was? Wir halten sie auf, bis wir ablegen können. Beeilung! So ein Dreck! Alle Mann! Auf eure Posten! Ja, gib den Männern mal ordentlich Feuer, Mädel. Guck mal, Torgal hilft auch mit. Das ist ein... Seid ihr bereit? Ach, stimmt. Jill hat sich ja gegengestellt. Denn diese Truppe würde ich nicht in die Schlacht ziehen.
Achso, das sind die Akasischen, ja gut. Sie kommen! Let's go! Schön viele Gegner. Ach Quatsch. Oh komm schon. Steht dein Angebot noch, Gerf? Wie sieht's aus mit? Du hast doch gesagt, das Schiff sei schnell. Nicht witziger alter Sack. Schön. Ich hab mich seit Jahren nicht so lebendig. Bewegt euch, ihr Bugleger! Vielleicht dürft ihr mich bitte nicht absaugen. Ei, ei, au. Mit meinen Kombis glücklich. Tatsächlich. Ihr habt doch fast nichts gemacht, war nur ich. Das wäre geschafft. Hey, ihr Waschlappen! Alle mal an Bord! Es kann losgehen! Ey, nach diesem Kampf, wenn du mich dann noch einmal Waschlappen nennst, du Fickschnitzel. Kack ich hier die Truhe. Ernsthaft. Clive? Der schon. Aber ich dachte, er wäre. Verflucht. Das hatte ich befürchtet. Sleipnir ist kein Mensch, sondern eine Schöpfung Odins. What the fuck? Feuriger Phönix Federbusch? Hast du keine normalen Feinde? War mir klar. Bereit für Runde 2? Na logisch. Oder Lord Rossfield? Mein Junge, früher nannten mich die Leute den Vollstrecker. Oder war es meine Axt? Ach egal, gleich werden hier ein paar Köpfe rollen. Matt, neuer Plan! Lauft aus! Wir folgen! Folgen? Wollt ihr schwimmen? Ach, hol mich der Ankerlichten! Antrieb, langsam voraus! Gebt Acht, Freunde. Durch die Adern eines Egi fließt kein Blut. Sie werden nicht leicht zu besiegen sein. Ich werde sie fällen. Wie der Holzfäller seine Eichen schlägt. Mein Beil wird euch beugen. Wie lange sollen wir sie noch hinhalten? So lang wie nötig.
Oder hast du eine bessere Idee? Na, mindestens 5 von denen habe ich schon erledigt. Scheiß drauf. Den Rest schaffen wir auch. Wartet ab, Leute, gleich. Das ist doch ein Endloskampf. Jetzt oder nie, Kleib! Klar, kein Problem. Schnell, aufspringen! Ich habe das Gefühl, dass einer davon stirbt. Einer von denen. Ja, Bowling ist ja eigentlich ganz gut. Mit der Feuerramme alle vor den Dingsbums und dann mit dem Strahl, mit dem Riesenorgasmus, bam. War klar, dass Clive da hängen bleibt. LOL. Also ich kann mich da nicht lange festhalten. Das sage ich ganz ehrlich. Los mit! Ja, klar. Die mit könnte so eine kleine Juna sein. Einfach die Jungs mal so richtig schön durch die Gegend scheuchen. Ich habe das Schiff gebaut. Macht, was ich sage, sonst hau ich euch aufs Maul. Macht ihr wohl hinne? Gut, festhalten, Jungs. Alles auf mein Zeichen. Ach, leck mich doch. Ich wäre wahrscheinlich nicht mehr so weit gekommen. Ja, ich auch nicht. Chill. Was willst du? Das wäre doch nicht nötig gewesen. Du weißt, was diese Fesseln tun. Du bist mein Geschenk an Mythos. Du nutzt mir nur unversehrt. An Mythos? Aber Mythos sind doch wir, oder? Scheiße, ich habe da so eine ganz schlimme Befürchtung, dass wir nochmal gegen Jill kämpfen müssen. Und wir sie dann absorbieren. Hier wird nicht gefaulenzt. Je länger wir stillstehen, desto das eine war die Jill. Beim letzten Mal hat der Typ uns doch auf die Fresse gegeben und hat Jill mitgenommen, weil sie sich ihm in den Weg gestellt hat, damit wir wegkommen. Und dann hat er sie gefangen genommen. Ich dachte, er hat sie getötet, aber scheinbar nicht. Wär zu schön, wenn mit einen Antrieb überhätte. Das wird wahrscheinlich unser nächster Gegner. Seit du auferstanden bist, geht es mit mir stetig bergab. Sag mal, bist du dir deiner Sache wirklich absolut sicher, Clive?
Deine Feinde übertreffen sich an Furchtbarkeit und Übermaß. Ja, und sie bestimmen, wie wir leben und sterben. Reicht dir das als Antwort? Ha. Du hast den gleichen Blick wie dein sturer Vater, wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hatte. Auf dem Schlachtfeld bin auch ich nur eine Axt. Eine tödliche, aber dennoch nur eine einzige. Doch was du brauchst, sind Tausende. Ich hoffe, mein alter Freund in Randela wird uns helfen können. Ach, klar. Pass auf dich auf. Ich hab dir noch vieles über deinen Vater zu erzählen. Und das kann ich wohl schlecht, wenn du tot bist. Mal wieder. Viel Glück, wieder. Onkel. Und ich hoffe, der Wind steht gut. Na klar. Wird schon. Und du, Joshua, schone dich. Das werde ich beherzigen. Leb wohl, meine Neffen. Wenn ihr mich wiederseht, führe ich eine ganze Armee ins Feld. Guck's auf YouTube nach. Ganz ehrlich. Wie unser Vater gestorben ist, ist doch klar. Damit hat das Spiel doch angefangen. Ziehen, Freundchen. Muss man sich sogar, glaube ich, nur das erste Video angucken. Wird Zeit, dass wir uns um unseren Teil kümmern. Sonst hält er uns das ewig vor. Deswegen lade ich sie auf YouTube hoch, Junalein.